Where is he? Getroffen. Oh, geht doch mal weg da. Geht doch mal weg da. Mann. Müsst ihr mir folgen? Eine Etage höher. Können wir hier irgendwo raus? Ja. Können wir auch. Oh. Das war nicht so clever. Ist okay, nur mit der Ruhe. Thanks. So, zweiter Treffer. Oh, jetzt lasst mich doch mal hier den bekämpfen. Bitte, ja. Ohne, dass ihr mir irgendwie dazwischen rennt, ihr drei. Seien Sie vorsichtig, Zuckerschnäuzchen. Ich geb dir gleich Zuckerschnäuzchen. Verpiss dich. Verpiss dich aus meinem Let's Play. Okay, da ist er. Boah, jetzt geh mir noch mal weg hier. Mein Gott, nur weil ihr mir die ganze Zeit im Weg steht. Verpisst euch. Seid so scheiße. Ich kann euch noch nicht mehr umbringen. Friendly Fire und so. Mist, er hat die Rakete abgelenkt. Da explodiert er. Da ist er tot. So, voll. Wir füllen uns jetzt erstmal wieder natürlich komplett auf. Hier, Medikit. Voll. Gib her. Gib das Medikit her. Danke. So, haben wir hier noch irgendwie was drin liegen? Nee, Medikits brauche ich. Medikits. Nur Medikits gerade. 85%. Wir brauchen aber 100, bevor ich weitermachen möchte. Ah, hier, komm. Da sind noch Raketen. Sie haben den Hubschrauber erledigt, Dr. Freeman. Ihr Ruf, mein Herr, ist wohl verdient. Ich lasse sofort das Tor für Sie öffnen, damit Sie weiterfahren können. Dr. Vance benötigt dringend Hilfe, nicht wahr? Nähern Sie sich der Brücke mit größter Vorsicht. Funkstelle von diesem Vorposten legt den Schluss nahe, dass die Combine dort sind. Sie sind der Richtige für diesen Job. Wenn jemand durchkommt, dann sicher Sie. Viel Erfolg. Sagen Sie Dr. Vance, dass Colonel Cabbage bedauert, ihn nicht selbst retten zu können. Gut, machen wir. Nicht. Interessiert mich nämlich nicht. Was? Er hat doch irgendwas gerade über Eli Vance gesagt. Hört doch jetzt auf, NLO an Leuchtturm zu rufen, dann wissen die Combines wahrscheinlich schon, wo ihr seid. Ganz schnell. Allein schon durch den kaputten Helikopter jetzt. Boah, krass, wie viel einfach mal hier rumliegt. So nach dem Motto, ihr schafft das doch eh nicht, ihr seid so doof. Wir müssen euch da mehr Munition hinlegen. Ja gut, vielleicht war es auch früher so, dass man wirklich zu doof war dafür, den richtig zu besiegen. Aber ey, ich meine, wir haben ihn jetzt innerhalb von vielleicht 5 Minuten kaputt gemacht. Ist doch auch mal was. Ist zwar kein Rekord, Weltrekord oder sonst irgendein Scheiß, brauche ich auch nicht, aber ist interessant, wie sich das Spielverhalten, abgesehen davon, dass man das Spiel ja auch dann schon kennt, ändert über die Zeit. Auch durch jetzt neue Spiele und so. Das ist faszinierend. Ich meine, ich bin kein Verhaltensforscher oder wie auch immer, aber dennoch ist das interessant. Zu beobachten an mir selber, wie ich mich verändere beim Spielen. So von, auch vom Let's Playen her, ne? Gut, egal. Wir fahren jetzt wieder mit unserem Jeep hier weiter. Oh! Ja. Ich bin aus Versehen auf Shift gekommen und damit auf den Turbo. Palo, wann wirst du es endlich lernen? Aber hier sind ja noch genug Medikits. Das Spiel war ja auch mehr als Shooter ausgelegt und nicht als Fahrsimulation oder so ein Scheiß. Bis dann, macht ihr mir das Tor hier auf, oder? Ja, macht ihr. Und los! Viel Glück, NLO. Und weiter geht's an der Küstenstraße, die hier total
zu ist, sag ich mal. Naja, hier muss ich sogar lang. Ich war gerade kurz am überlegen, muss ich hier lang oder nicht? Ich glaube, die Antlions sind jetzt auch weg. Hier bin ich auf jeden Fall richtig. Jetzt muss ich wieder an die Küste und irgendwann gleich wieder auf die Straße zurück, wenn ich mich recht entsinne. Auf jeden Fall müssen wir jetzt zu dem Leuchtturm. Und, ne? Da ist Dr. Isla Vance. Oder, ne, Quatsch, da war, ich weiß es gerade nicht. Irgendwer war da. Hallo Sonne. Wunderschön, dass du da bist. Ich setze mal wieder mein Turbo ein. So, ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt richtig bin. Muss ich mal so ehrlich sagen. Ah ja, doch, hier. Ach, ja. Ich bin im Kreis gefahren, habe ich das Gefühl. What? Lufthansa. Seht ihr das? Da liegt eine Lufthansa im Wasser. Alter. Kann man die begutachten gehen? Ich hoffe, die Antlein greifen mich jetzt nicht an. Kann man die irgendwie begutachten? Das wäre ein Träumchen. Nein, das ist leider nur eine Textur. Ich denke nicht, dass wir da auch hinschwimmen können. Alter, du kriegst in dem Wasser Schaden? Wovon? Du darfst da also nicht raus. Also einfach mal so Schaden im Wasser bekommen, weißt du? Ohne, dass man einen Mob sieht oder sonstiges. Finde ich gut. Als Levelsperre sozusagen. Anstatt andere machen unsichtbare Wände, dass du nicht einfach weiter kannst. Die machen einfach mal einen Self-Destruct dahin. So, wir haben jetzt natürlich übelst Schaden genommen, aber kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Dafür haben wir jetzt das Ding aktiviert, unseren Jeep haben wir da vorne platziert, das sollte soweit erstmal passen. Ups, die Waffe wollte ich mir eigentlich noch aufheben. Ja. Ich bin so schlecht. Ich bin so fucking schlecht. Muss ich einfach nochmal so festhalten. So. Stirb. Stirb. Mann, jetzt habe ich mit der Waffe noch nicht mal getroffen. Alter, die sind so gut, die Combines. So, dafür hat er jetzt erstmal eine Rakete in den Arsch bekommen. Letzte Einheit brauchen wir Scherben. Oh Mann, ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht. Ich bin so schlecht gerade. Sorry, dass wir diesen Abschnitt wie oft wiederholen müssen. Aber gut, egal. Passiert. Pff, wie der Antlion einfach mal gegen meinen Jeep gesprungen ist. Na komm schon. In your knee. Wie er sich einfach mal selber mit der Granate weggesprengt hat.
Mit seiner eigenen Granate. Faszinierend. Nein! Ich hatte ihn fast! Ach Mann! Das gibt's doch nicht! Huch! Jetzt bin ich aus dem Auto gesprungen. Das gibt's doch nicht. So, dann fahren wir nochmal dahin, machen dieselbe Chose nochmal. So, ich weiß nicht, wie viel mal in der Session. Ich hoffe, wir kriegen es jetzt mal langsam hin. Ja, komm. Alter, diese Endlines machen mich gerade fertig. Nervlich fertig. 25 Leben. Du willst mich doch verarschen, Junge. Na komm. Yes! Den Rabauken da oben habe ich erstmal erledigt. Nein! No! Okay, 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 okay. Schnell die Leben holen. Geschafft! Wuhu! Und auch noch mit einigermaßen Leben. Also jetzt wieder einigermaßen Leben. Sagen wir mal so. Ballern, bis das kommt. Und tschüss. What? Nein. Ihr bleibt da unten. Ihr bleibt da schön unten. What? Nein. Warum springt ihr hier hoch? Da unten ist das Ding an. Warum kommt ihr hier hoch? Ma. Die können einen auch nicht in Ruhe lassen, die Antlions, ne? Die können einen nicht in Ruhe lassen. Kann man da hoch? Tatsache! Nice! Entweder habe ich gerade ein Stück des Levels übersprungen oder ich habe gerade ein Stück des Levels... Ey, wie nice! Ach ja, guck mal, wir setzen uns mal hier auf die Parkbank und gucken mal hier den schönen Sonnenuntergang an der Küste. Da war bestimmt mal so ein Spaziergängerweg. Ey, nice, 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 nice. Wir haben gerade hier ein Stück des Levels übersprungen, glaube ich. Geil, guck mal, wir kommen sogar hier durch. Wir müssen nur noch die Karre hier hinbringen. Geil, wir müssen hier nur noch rüberspringen. Wie geil. Okay, das schaffen wir nur mit dem Auto. Aber wir haben einfach mal so einen Teil des Levels da übersprungen. Wir müssen nämlich jetzt mit dem Kran gleich das Auto hier irgendwie hochschiefen und dann auf die Straße. Und dann können wir hier rüberspringen. Aber dazu muss ich, glaube ich, da vorne noch einen kompletten Außenposten auseinandernehmen. Kommen wir einfach mal von der anderen Seite. Als gewohnt. Ne, ich muss doch nicht den Außenposten hier auseinandernehmen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr. Fakt ist einfach, wir haben erstmal einen Teil des Levels übersprungen. Unbeabsichtigt. Und sind im anderen Teil des Levels, wo wir wahrscheinlich andersweitig hingekehrt. Oder hingekommen wären. Geil. Finde ich einfach nur Hammer, solche Sachen, wenn man sowas entdeckt.
Macht doch Spaß, sowas zu entdecken, muss ich mal so sagen. Aber wie man dann solche Sachen rausfindet, wie manche Leute hier, die total krasse Glitches und Bugs und so finden, verstehe ich immer noch nicht, wie sie das schaffen. Gut, manche Sachen sind wahrscheinlich auch Zufall. Aha. Ich kann hier hingehen und dann klettert der so ein Stück auf den Zaun drauf. Auch nicht schlecht. Okay. Hier kommen wir auch nicht wirklich weiter. Da kommen wir auch nicht hoch, weil die Leiter scheint hier ineinander irgendwie zu buggen, sodass man da nicht hochkommt. Sind wir jetzt außerhalb des Levels oder sind wir immer noch im Level? Ich habe keine Ahnung. Und wenn ja, wie kommen wir jetzt gerade dahin, wo ich hin will? Dann muss ich wieder den ganzen Weg zurücklaufen, ne? Vermute ich mal. Alter, ich bin jetzt komplett aus dem Level. LOL. Und das habe ich jetzt auch noch gespeichert, ich Volldepp. Alter, wo bin ich hier? Oh, ich bin am Ende der Karte. LOL. Kann ich hier rein? Geil, das muss ich jetzt einfach entdecken. Das ist ja nicht so gewollt vom Spiel. Das ist ja geil. Also vom Spiel ist es nicht gewollt. Guck mal, hier kann ich nur hier dran springen quasi. Aber nicht hier entlang laufen. Da ist wiederum eine unsichtbare Mauer. Genial, ey. Wie wir einfach mal hier was entdecken, was vom Spiel nicht so gewollt ist. Kann man darüber springen? Ich vermute mal nein. Okay, wir backen unter dem Boden und wir sind tot. Aber das ist ja mal lustig. Das fand ich jetzt mal richtig gut. Das fand ich jetzt richtig gut, dass wir sowas nochmal gefunden haben. Na toll, wie komme ich jetzt da hinten wieder rüber? Fuck. Achso, okay. Wir haben es zwar gefunden, aber man hätte auch noch einfacher dahin kommen können. Siehst du mal. Warum ist das so? Warum macht man sowas? Warum macht man dann nicht so eine komische Self-Destruction wie da vorne im Wasser vorhin? Naja, auf jeden Fall hätten wir uns das auf dem Bus springen sparen können. Ne? So viel dazu. So, kommen wir. Hier kommen wir drauf, da kommen wir rüber. Dann sind wir hier bei den Trash Bins. Okay. Dann ist hier auch nichts Interessantes mehr scheinbar. Da muss ich jetzt wieder darunter. Schade. Schade Marmelade. Da muss ich jetzt erstmal das Auto holen. So, dann machen wir das auch. Gehen wir wieder hier zurück, wo wir hergekommen sind, wenn das geht. Ne, wir sind, glaube ich, daher gekommen, ne? Ja, egal. Das hat jetzt auch gepasst. Von daher. Passt schon. Dann gehen wir jetzt mal da weiter und machen jetzt das Spiel wieder so, wie es sein sollte. Geil. Einfach mal geil. Habe ich damit das Spiel vielleicht auch so ein bisschen abgekürzt? Ich weiß es nicht. Fakt ist, hier konnte man lang. Ah, alles klar. Fakt ist, man sollte sogar da lang. Die Frage ist nur, wann? So wie wir jetzt oder erst später? Wahrscheinlich erst später. Wir haben uns quasi mal einfach einen Levelabschnitt gespart. Wobei, auch nicht wirklich. Wir müssen trotzdem dahin. Ach, nice. Ach, nice. Jetzt realisiere ich das erstmal. Das hier ist dieselbe Struktur wie bei dem Helikopterfight, den wir hatten, nur ein bisschen umgemodelliert. Weißt du? Wo wir dann da vorne so rauskamen, hier, oder? Ja, doch. Natürlich. Dann hatten wir doch hier diese kaputten Wände und dann haben wir so bam, 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 bam. Sind sogar noch auf den einen kleinen weißen Kran da, glaube ich, geklettert. Nachdem der Helikopter tot war. Dann waren hier noch so Müllberge und so. Ich glaube, die haben das einfach nur redesigned sozusagen. Nice. Trotzdem nice. Sehr schön gemacht. Dann gehen wir mal hier hoch.
Hier ist nichts. Das scheint so eine Art Werkstattgebäude zu sein oder so. Alter, wie hoch geht's denn hier? Ich muss mal eben husten. Ein Hüsterchen, sagen wir mal so. Ja. Oh, nicht runterfallen. Bitte nicht runterfallen. Wow, wir sind jetzt hier auf dem Dach mit Munition. Das kenne ich auch noch gar nicht. Schön, ey. Wie geil das einfach ist, wenn man solche Sachen entdeckt. Wie geil das einfach ist. Ich feiere sowas extremst. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja jetzt weitermachen. Oder wollen ja jetzt weitermachen. Müssen nicht, wollen. Ach, okay, komm. 91 Leben verloren, na egal. Auf 91 runtergefallen sozusagen. Hier wieder runter. Dann gehen wir jetzt mal den richtigen Levelweg. Jetzt müssen wir nämlich erstmal das Autochen hier hochkriegen. Wow! Alter! Der war wahrscheinlich verwirrt, weil wir nicht aufgetaucht sind und hat die ganze Zeit so: wo sind die denn? Wir haben, glaube ich, das Level jetzt gerade so ein bisschen damit weißt du schon? Geknickt. Ne? Sondern geknickt. So, mal gucken, ob wir jetzt den Kran hier bewegt kriegen. Beziehungsweise das Auto von da unten wegkriegen. Ich sehe es leider nicht.